Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz. Im letzten Part haben wir uns praktisch im Arena-Kampf gerade noch so ins Ziel gekeucht, wenn man das denn so ausdrücken darf, in der Retrospektive dieses epischen Kampfes im letzten Part. Entschuldigt, das war gerade mein Touch-Pen. Tada, ich bin Vivian. Professor Esche hat mich gebeten, dir und deinen Freunden etwas zu geben. Du folgst mir am besten. Ja, ich wollte eigentlich mein Pokémon heilen, aber wenn es nichts mit Kämpfen zu tun hat, bin ich für alles offen. Ihr wollt also alle Pokémon in der einen Region treffen, nicht wahr? Oh, zur Treppe, bitte hier entlang. Mein Zimmer ist hier oben. Bitte komm doch mit rauf. Ich stelle mich am besten nochmal vor. Mein Name ist Vivian. Wie du sehen kannst, bin ich Wissenschaftlerin. Bei meinen Forschungen beschäftige ich mich übrigens mit dem Pokémon-Training. Mit Professor Esche bin ich schon seit unserer Studienzeit befreundet. Sie hat mich gebeten, euch zu unterstützen. Und das tue ich dann auch gleich mal. Das sollte sich als nützlich erweisen. Eine versteckte Maschine. VM01 Zerschneider. Ich find's irgendwie dumm, dass bei VM eine 01 steht, nur weil bei TM01 steht, weil es gibt ja eigentlich nur mindestens 8 VMs und in diesem Spiel erst recht wenig. Ja, verstanden natürlich. Die Pokémon können auch Attacken erlernen, die außerhalb des Kampfes einsetzbar sind. Ja, das wissen wir ja alle schon. Damit kann man halt Bäume zerschneiden, die einem im Weg stehen. Ja, so oft nutzen, wie man will. Man kann sie allerdings im Gegensatz zu technischen Maschinen nicht mehr vergessen. Ja, erlernte Attacken zu vergessen. Und daher müssen wir den später, wenn wir solche VMs vergessen werden, auch wenn die VMs eher für VM-Sklaven zuständig sind, weil es gibt durchaus nützliche, aber Zerschneider ist jetzt keine nützliche, die werden wir dann beim Attackenverlerner vergessen, in Panaero City, wenn es tatsächlich eins unserer Team-Pokémon erlernen sollte, irgendeine unnützliche VM-Attacke. Dürfte ich dich vielleicht um einen klitzekleinen Gefallen bitten? In der Nähe von Orion City liegt die sogenannte Traumbrache. Dort findet man ein Pokémon namens Somniam, welches den Traumdunst absondert. Und den will ich haben. Mit Hilfe dieses Dunstes steht uns nämlich der Spielsynchro zur Verfügung. Wir sind dann in der Lage, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Das klingt doch schon mal interessant. Bist du ein Trainer? Da verwendest du doch sicher ab und an den PC im Pokémon Center. Ich hätte eher ab und zu geschrieben. Ich verwalte die Boxen und mein Name ist Rubina. Tatsächlich trifft man die Boxenverwalterin oder die Verwalterin des Pokémon Lagersystems, beziehungsweise eigentlich gilt es für alle Verwalter. Also in dem Spiel trifft man sie am frühesten und sie heißt halt Rubina. Sag mal, weißt du, über die Kampfbox Bescheid? Ja, großartig. In der Kampfbox, ja, jetzt erklärt es uns trotzdem. In der Kampfbox kannst du die Pokémon registrieren, die du häufig im Kampf einsetzt. So steht da auch nicht mehr jemand des PC, sondern Rubinas PC. Also in dieser Edition geht alles irgendwie etwas schneller. Ich habe es aber euch ja schon mal, glaube ich, gesagt. Wenn nicht, herzlichen Glückwunsch, das war jetzt das erste Mal. So, das mal heilen, weil wir sind wirklich mit einem blauen Auge davon gekommen, könnte man eigentlich sagen. Das war eigentlich beinahe unerlaubt, wie wir das gemacht haben. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das übrigens aufnehme, ist noch kein einziger Part hochgeladen. Weil wir momentan August haben. Und ich möchte, dass dieses Let's Play gerne im September startet. Auch wenn zu dem Zeitpunkt schon Super Mario Galaxy 2 fertig hochgeladen und aufgenommen und hochgeladen. So rum. Wir haben ja schon alle besiegt. Also können wir da praktisch durchgehen. Mal gucken, wie sieht's denn mit der Pokémon-Sortierung aus. Oh mein Gott, Yorkleff trägt ja was. Ich will das mal sehen, was der da trägt. Nein, ich tausche, ich will Bericht, welche Fähigkeit. Ich glaube, der hat doch diese Mitnahme da, oder? Item Gegengift, wie konntest du das Ding... Es hat die Fähigkeit Mitnahme, hebt gelegentlich Items auf. Und in diesem Fall hat es ein Gegengift, daher nehmen wir es. Ja, so Fähigkeiten habe ich ja noch nicht sonderlich angesprochen in meinen Pokémon-Let's Plays. Ich muss ein Pokémon V im Zerschneider lernen. So. Also wir haben bisher ja auch nur Kraftschub und Zerschneider. So.
So, Nagelotz, weil Otaro bekommt die nicht, oder Yukiji Ralph X, wie ich ihn so schön nenne. So, mach mal Queen Slash. Ich glaube, so heißt es zumindest im Englischen. Oh, LP, suchst du auch nach dem mysteriösen Pokémon? Meine Güte, gleich im 7. Part schon ein seltenes oder mysteriöses Pokémon. Was ist denn da los? Du, hast du auch gerade diese Geräusche hinter der Wand gehört? Lass uns nachsehen gehen. Natürlich, gibt es sonst noch was? Nein, gibt's nicht. Deswegen geht es klar mit dem Nachsehen. Hey, warte! Da haben wir ein Somnium. Los, stoß schnell deinen Traumdunst aus. Das Kleine weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Moment mal. Wer seid ihr Typen? Was macht ihr hier? Wer wir sind? Wir sind Tag und Nacht im Einsatz, um die armen Pokémon von dem Joch der törichten Menschen zu befreien. Und was macht ihr? Ihr quält das Pokémon ab und möchtet den Traumdunst. Wir sind Team Plasma. Was wir machen, die Pokémon Somnium und Somnivora stoßen den sogenannten Traumdunst aus. Ja, das habe ich mittlerweile auch bemerkt. Die allerlei Träume bescheren. Mit diesem Traumdunst werden wir endlich die Pokémon von ihrem Joch befreien. Wir müssen den Menschen auf der ganzen Welt nur einen Traum zeigen, indem sie alle ihre Pokémon freilassen. Mensch, schon wieder solche Wahnsinnigen. Hey, wird's bald mit dem Traumdunst? Tretet ihr das Pokémon etwa, damit es den Traumdunst absondert? Wie grausam! Wieso tut ihr sowas? Ihr seid doch auch Trainer. Ja, ein Schlag auf dem Hinterkopf hätte es auch getan. So ist es. Wir sind auch Pokémon-Trainer. Doch im Gegensatz zu euch kämpfen wir, um die Pokémon zu befreien. Und wie befreien wir die Pokémon? Indem wir Kämpfe gewinnen und den Trainern dann ihre Pokémon wegnehmen, auch wenn das ja eigentlich illegal ist. Genauso werden wir auch euren Pokémon die Freiheit schenken. Wow! LP, Hilfe! Schon kämpfen wir gegen Team Plasma. Hier ist mal ihr Wappen mit einer coolen Musik. Die wurde in Pokémon Schwarz-Weiß 2 nicht übernommen. Sind sie auch eher wie Ninjas gestaltet. Ja. Dennoch sind sie nach wie vor in beiden Editionen Wahnsinnige. Und daher verdienen sie das von mir, was Wahnsinnige eben halt nun mal verdienen, eine Strafe. Oder beziehungsweise Verbrecher, die wahnsinnig sind. Weil es ist ja eine andere Kategorie, das darf man nicht. Das muss man fein säuberlich trennen. So, Team Plasma, was wird jetzt aus unserem Traum? Ich werde übrigens auch die Team Plasma-Zitate nicht immer vorlesen, nur in solchen Konfrontationen hier, weil es ist ja. Ist ja sehr wichtig, was die hier sagen. Hast du den Kampf gegen ein Kind auf die leichte Schulter genommen? Wie dem auch sei, jetzt komme ich. Langweilig. Ja, dann kämpft mal, was du zu bieten hast. Ja, also wie jedes Schurkenteam leidet dieses ebenfalls halt unter der unter dem Problem, dass sie eigentlich fast nichts anderes einsetzen außer Unlicht-Pokémon. Und Felilu ist, glaube ich, jetzt oder bei der Weiterentwicklung oder erst später bei der Weiterentwicklung ein Unlicht-Pokémon, aber ich glaube, das ist schon jetzt. Und das ist jetzt nicht gerade so gut, weil Kampf-Pokémon gibt es hier relativ viele. Wenn selbst einer der Starter den Kampftypen später hat. Und ratet mal, welcher Typ es ist. Ja, ihr habt recht, Feuer. Als ob es jemals anders war. Team Plasma, aus unseren Träumen, was auch immer. Jedenfalls gibt es dann auch später noch Feuer-Pokémon, die auch andere Typen annehmen. Und es gibt auch von den anderen Startern auch welche, die andere Typen annehmen. Später dann als zwei Typen. Das gibt's doch nicht. Wir haben beide verloren, aber wir brauchen diesen Traumdunst unbedingt. Wird's bald. Stößt du wohl endlich den Traumdunst aus? Ja, das geht nicht so recht. Ich glaube, wir brauchen dafür den Konami-Cheat. Zweimal auf, zweimal ab. Links, rechts, BA und dann Start. Hör schon auf.
Oh mein Gott. Was soll das hier werden, wenn es fertig ist? Wir von Team Plasma haben es uns zum obersten Ziel gemacht, alle Pokémon aus der entwürdigenden Knechtschaft zu befreien, die ihnen einst das törichte Menschengeschlecht aus niederen Beweggründen aufgezwungen hat. Doch wenn ihr dieser ehrenwerten Aufgabe nicht gewachsen sein solltet... Das ist nicht der Gezis, der seine Anhänger um sich schart oder mit beschönigten Reden die Leute zu betrügen versucht. Nein, das ist der Gezis, der erbarmungslos straft, wenn man versagt hat. Wir verschwinden besser, bis er sich wieder beruhigt hat. So, und da kommt dann schon das Mutter-Pokémon, das man, glaube ich, jeden Freitag hier in der Traumbrache fangen kann, wenn man das Spiel durchgespielt hat. Okay, ich weiß es auch nicht so genau, aber ich glaube, das kann man halt an bestimmten Tagen fangen. Was war denn das gerade? Dieser Gezis ist mal da, mal dort. Der eben war doch nicht echt, oder? War das vielleicht nur ein Traum? Und dieses Pokémon? Wah! Ich konnte einfach nicht mehr länger warten. Ich musste herkommen. Huch, ein Somnivora? Scha! Scha! Was ist hier passiert? Oh, Vivien. Also da war zuerst das Somniam. Aber dann kam Team Plasma und dann kam plötzlich das Somnivora. Das hat uns wohl einen Traum gezeigt. Und Team Plasma hat dann... Verstehe. Somnivora ist die Weiterentwicklung von Somniam, weißt du? Und als es merkte, dass das Somniam in Schwierigkeiten steckte, hat es seine Fähigkeiten eingesetzt, um einen Traum wahr erscheinen zu lassen. Einen Traum, der das Somniam rettete. Rettet. Oder eigentlich rettete, aber... Egal. Oh, einen Moment mal. Ist es etwa der Traumdunst? Damit kann ich meine Forschungen vollenden. Kommt doch nachher bei mir vorbei. Daheim vorbei. Puh, das war vielleicht ein Tumult. LP, warum schaust du nicht bei Vivien vorbei? Ich werde derweil das Pokémon von eben suchen gehen. Thank you very much. Aber es gibt hier noch einige Items, die ich gerne haben möchte. Zum Beispiel einen Pokéball. Oder was gibt es sonst noch? Ach, da oben ist ja noch was. Was sehe ich denn da oben? Aber wie kommen wir denn da ran? Aber zuvor, Pokémon-Kampf. Gegen Viecher, die wir sowieso schon besitzen und keinen Wert für uns haben. So, dann da, dann, wir müssen da vorbeigehen, dann kann man nämlich da hoch, also das bemerken manche nämlich gar nicht. Also ich habe zumindest vielleicht ein einziges Display gesehen, bei dem einer das nicht bemerkt hat. Da drüben können wir es nach den Credits hin, aber das habe ich euch ja schon mal gesagt. Weil dann gibt es später halt so eine Art Schnitzeljagd. Aber schön, dass hier ziemlich viele Items versteckt sind, weil gerade am Anfang ist es nicht so schlecht, sich Items in der freien Wildbahn zu holen, denn man hat am Anfang noch relativ wenig Geld. Aber ich muss sagen, wir schlagen uns relativ gut mit dem Geld, aber das liegt nur daran, dass ich ja ein Spezialist bin. So, dann holen wir uns jetzt noch in dem Part das C-Gear ab, oder eher gesagt das Smartphone dieses Spiels, oder die Smartwatch, eher gesagt. Oh mein Gott, die hüpft ja. Tada! Dank euch bin ich endlich im Besitz des Traums. Sorry für die kleine Lichtwerbeunterbrechung und jetzt lese ich mal hier weiter, weil es nur noch 2 Minuten. Damit können wir jetzt die Daten verschiedener Trainer sammeln. Spitze. Zum Dank habe ich es so eingerichtet, dass du ab jetzt das Ziege verwenden kannst. Mit Hilfe des Ziegiers kannst du per Infrarotverbindung drahtlosen Daten übertragen und so weiter kommunizieren. Weil WLAN wird nicht erwähnt, weil das ist sowieso nicht mehr verfügbar auf dem DS. So, Ziegier. Jetzt ist es praktisch auf dem unteren Bildschirm. Und jetzt erkläre ich euch das mal, das Ziegier. Da wird man am Anfang, wenn man das Spiel startet, gefragt, ob man es einschalten will ab sofort.
Ihr braucht es eigentlich nicht, es sei denn, ihr möchtet mit euren Freunden Drahtlos spielen. Es bleibt über das ganze Display ausgeschaltet und da steht auch, bitte schaltet das Siege an Orten wie Flugzeugen oder Krankenhäusern aus, wo die Drahtlosverbindungen verboten sind. Und ich empfehle es euch auch auszuschalten, wenn es gerade nicht braucht, weil es zieht nur Akku ab. Ja, wird vorläufig deaktiviert. Willst du das Siege in Betrieb nehmen, musst du dazu das Einschaltsymbol rechts unten berühren. Sobald du es eingeschaltet hast, kannst du das Fragezeichen rechts unten berühren, um dir Erklärungen durchzulesen. Also zum Beispiel zum Thema Spielsynchro. Ich würde dir gern ein paar Dinge zu diesem System erklären, das uns erlaubt, die Daten verschiedener Trainer zu sammeln. Kannst du dir noch etwas Zeit nehmen? Nein. Entschuldige bitte, aber ich freue mich so, ich muss dir einfach alles erklären. Schließlich sind wir jetzt endlich zu wirklich Bahnbrechendem in der Lage. Menschenskinder, ich hätte euch das eigentlich auch erklären können, aber es wäre sowieso nicht wichtig gewesen fürs Let's Play. Dies Spielsynchro ermöglicht unter Verwendung des Traumdunstes den Zugriff auf die Erinnerung schlafender Pokémon. Ja, aber die Traumwelt ist geschlossen. Ja, genauso können wir Daten von Trainern aus aller Welt sammeln. Oder konnten wir, muss man jetzt eigentlich sagen. Aber das ist noch nicht alles. Pokémon, die per Spielsynchro schlafen geschickt wurden, träumen im Schlaf. Und wenn du so ein Pokémon dann wächst, wird sein Traum in der Kontaktebene, die im Zentrum der einer Region liegt, Realität. Übrigens, die Kontaktebene kann man tatsächlich nur darüber erreichen. Ich weiß auch nicht warum. Ist wahrscheinlich halt Pokémon-Logik oder Videospiel-Logik allgemein. Die Spielsynchro ist schon was Tolles, oder? Hat es dein Interesse geweckt? Wenn dich das Ganze interessiert, dann schick auch du deine Daten. Alle Einzelheiten habe ich im PC dort hinten zusammengefasst, also wirf doch mal einen Blick drauf. Oh, das gibt's nicht! Ich muss den Part längst beenden. Oh, Trainer, vielen Dank, dass du meiner Schwester geholfen hast. Hier ein kleines Dankeschön. Nur keine falsche Bescheidenheit. Und das ist das Adressbuch, dort könnt ihr halt die Trainer-IPs eurer Freunde eintragen. Damit ihr es auch wirklich identifizieren könnt. Über die Nintendo Wi-Fi Connection kannst du mit allen im Adressbuch eingetragenen Pokémon Freunden Pokémon-Kämpfe bestreiten und Pokémon tauschen. Wie das genau geht, ganz einfach. Trage deinen Freundescode des Freundes, den du registrieren möchtest, entweder manuell in das Adressbuch in deiner Basistasche ein oder registriere ihn über die Infrarotverbindung des Siegiers. Okay, das war's, Leute. Genaueres zum Siege erkläre ich euch im nächsten Part. Und noch vieles mehr. Also bis zum nächsten Mal. Ciao.